Also, bei Kann ich annehmen klicken, muss ich es dann wiederholen oder passiert trotzdem was? Nee, es ist egal. Also, Fakt ist, er braucht sehr lange. Das ist bei Ark leider so. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall schon mal eine Wendeltreppe aufs Dach bauen. Ob wir eine zweite Etage oben drauf stellen oder nicht, aber dass man von oben eventuell dann auf irgendwas runterschießen könnte. Ja, Aber irgendwie ja. macht mich der Vogel nervös. Ich habe gerade ein anderes Problem. So, okay. Das war ein bisschen blöd. Aber. Ich sehe den Vogel nicht mehr. Das ist der Grund, warum er uns nervös macht. Weil er kann jetzt aus dem Hinterhalt geheim angreifen. Aber ich glaube, ich habe eine Orientierung wie ein Turnschuh. Wieso? Naja, ich hatte gerade ein bisschen was rausgeworfen, weil ich überladen war. Bin dann 3 Schritte gegangen und habe ein paar Fasern gesammelt. Drehe mich um und will das, was ich aufgenommen, weggeworfen habe, wieder aufnehmen und finde es nicht. Das ging ja vorhin auch so, auch bei der Suche nach der Leiche oder so. Also irgendwie, oder auch in Empyrean, Karten lesen und. Ja, gut, ich meine. Oder auch in Borderlands Karten lesen. Also, ja, Orientierung wie ein Turnschuh. Wenn man sich ein bisschen mit der Gegend auskennt, also wenn man sich ein bisschen bewegt hat. Ja, mich wundert das, weil in Eva meine Orientierung eigentlich immer ziemlich gut. Ehrlich? Kann ich von mir nicht behaupten. Gut, ich meine, aber in Immer noch Eva auf ist ja immer eine meiner. große Map und da ist ja dein Kurs gesteckt oder so ähnlich, aber Warte mal, dass ich Frank. so auf Anhieb Frank, sagen warte mal konnte. bitte, warte mal bitte. Yannix, du hast ein technisches Problem. Oder was war gerade? Keine Ahnung, ich schaue immer noch auf ein A. Hier steht Ark beitreten, lokale Spieloptionen etc. pp. Und Ne, nichts dann, passiert. dann hat er aus irgendeinem Grund abgebrochen. Dann machst du nochmal zu und gehst über den Link nochmal neu rein. Du kannst auch Ark offen lassen und gehst einfach nur raus und über den Link neu rein. Ja gut, er ist ja im Hauptmenü, also somit. Ich habe ja Standfackeln aufgestellt, so um das Haus rum. Damit die Karnivoren wissen, wo es zu essen gibt. Genau. So, jetzt sagt der Spiel finden, Spielbetrieb wird versucht. Und jetzt einfach mal. Ja, genau, das dauert normalerweise so 15, 20 Sekunden. Und danach. Jetzt hat er umgeschaltet, sehe ich ein Steam-Fenster. Da kriege ich Ark und Expansion Map gezeigt. Soll ich drauf, mache ich aus. Steam, Shift Tab, bin weg und schaue auf das große A. Das war's. Brauche ich noch ein Add-on oder Eigentlich irgendwas? nicht. Der Server ist so konfiguriert, dass du ohne Add-on auskommst. Vor allem kannst du auch, glaube ich, gar nicht für dich lokal was installieren, ne? Okay, also irgendwie haben wir es ja heute oft mit Aufnahmepausen, aber ich mache jetzt nochmal eine Aufnahmepause, damit wir dem Yannix mal eben technischen Support geben können und melde mich danach dann wieder. So, da sind wir wieder. Beim Yannix fehlt der The Center DLC. Den installiert er jetzt und danach wird er dazu stoßen. Ein Level 55er Para. Na, was haben wir denn da im Mund? Dafür sollte mein Speer ausreichen.
Na gut, Peter, dann werde ich jetzt erstmal sammeln, dass ich eine Holztreppe bauen kann. Oder vielleicht auch zwei, mal gucken. Was für ein Scheißwetter im Spiel. Also mit den Schneepartikeleffekten geht auch so ein bisschen in die Richtung nett gemeint, aber irgendwie schräg umgesetzt. Weil wie gesagt, Hagelkörner könnte man sogar noch irgendwie reininterpretieren, aber Schnee wohl nicht. Es gibt wohl Probleme mit dem DLC. Ich habe jetzt auch eine Anleitung gefunden. Was meinst du mit Probleme? Es sagt, es ist installiert, ist es aber nicht. Ja, weil er den Download nicht startet. Du kannst mal versuchen, Steam knallhart neu zu starten. Ja, man kann es machen. Das Problem hatten wir auch schon mal. Dann musstest du wirklich Steam neu starten, dann lief das. Aber ja, er sagt ja gerade, er hat auch eine Anleitung gefunden, also somit. Aber ja, das ist, irgendwie ist das ein bisschen schräg alles. Was auch sein kann, ist, dass das in die Download-Liste zwar schon hinzugefügt worden ist, aber noch nicht gestartet wurde als Download. Mhm. Fasern, wir sammeln Fasern. Ich hatte mal ein Let's Play zu Ark gesehen. Das war so ein Jugendlicher. Keine Ahnung, lass den mal so 15 oder so gewesen sein. Oder fing an. Dieses Spiel besteht darin, dass man grapscht. Ich bin ein Grapscher. Oder fing an. Grapsch, grapsch, grapsch. Ich habe mir nur so gedacht, okay, kann man machen. Aber wir machen das nicht. Wir pflücken behutsam. Zumindest so lange, bis wir von einem Kanu überrascht werden oder so. So, es zieht. Wunderbar. Und wie viel Gig sind's? 1,6. Das braucht ein bisschen. Aber ich denke, wir werden auch noch ein bisschen da sein. Also ich schätze mal. Er sagt 20 Minuten. Er sagt jetzt 20 Minuten. Jetzt kurz vor 4, um 5 muss ich weg. Um 5 musst du weg? Ja, ja, permanent. Achso, Probe, okay. Und wann bist du dann wieder da? Also um 9:30 Uhr. Später. Okay. Davon, das kann ich nicht wirklich sagen. Es ist Samstag. Kann sein, dass es heute ein bisschen länger geht. Zu zeigen. Da ist doch dann nicht etwa Alkohol im Spiel. Neuer Trommler, neues Glück. Das muss begossen werden. Ich habe jetzt versucht, ein erstes Stück zu bauen, was so in diese Richtung Military Sound geht, ne? Direkt versagt. Also, ich habe gestern irgendwie 3 Stunden dran gebastelt. Als das Ding fertig war, dachte ich, nee, das kannst du niemandem zum Anhören geben. Also, das war schon mal nix. Aber ich habe einiges dabei gelernt. Dann kann man ja immer sagen, okay, dann war die Zeit nicht ganz verschwendet. Ja, was ich sag, Saxophon. Was ich mal sage, Musik machen geht nicht von heute auf morgen. Nee, das ist wahr. Wenn ich bedenke, wirklich als fertig sehe ich ja quasi 2 Stücke an. Die habe ich auch schon veröffentlicht auf YouTube.
das Space Odyssey Stück, was jetzt in dem Empyrean Basisbau Video vorkam. Da fehlt jetzt noch das Mastering, aber ansonsten bin ich da ganz zufrieden mit. Ist halt sehr lang, ist halt ein Stück für Videountermalung. Aber das finde ich eigentlich ganz geil vom Sound her. Was hat schon ein bisschen was Episches so mit der ganzen Melodie. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob ich das beim Militärischen auch hinkriege. Es gibt ja natürlich eine ganze Menge sehr gute Spielemusiker. Wen ich aber sehr mag vom Stil her, wenn es so um epischen Soundtrack geht, ist Bill Brown. Charlie Brown kenne ich, aber ich glaube, der macht nicht so epische Musik. Charlie Brown macht keine epische Musik, das ist richtig. Huch, ich habe es in den Fasern ein wenig übertrieben. 512. Nein, der Binärzahl. Steigerung wäre jetzt 1024. Ich habe das Problem nur, dass ich mich so vollgepackt habe, dass ich jetzt erstmal gucken muss. Wo bist du denn? Vielleicht könnt ihr dir was abnehmen, wenn ich in deiner Nähe bin. Aber ich vermute mal, du bist in Richtung Land gegangen, ne? Also ich bin nicht auf der Zunge hier. Ich bin nicht weit weg vom Haus. Also ich habe das Haus in Sichtweite. Okay. Ich gucke nur gerade, was hier so viel wiegen könnte. Ach, hier sind ein paar Steinchen. Schmeißen wir die da weg, die brauchen wir mal eh nicht. Ich sammle hier gerade auch Blümchenfasern. Akkus wahrscheinlich auch noch ein paar. Siehst du die Minute schon mit Tor? Alter, das geht nicht schief. Fünfte Minute ein Tor, was guckst denn du da? Fußball-Live-Ticker. In dem Vorwesen, okay. Ich wohne halt mehr oder weniger ganz schön nah am Strand. Ich hab schon mal hin und wieder, was da so los ist. Fenster offen, oh nee! Ja, das hört man nicht, aber wenn ein Tor fällt, das hört man sehr deutlich. Kommt auch drauf an, wie der Wind steht. Ja, ist wie mit der Autobahn, ne? Kommt, dann ist auch winterabhängig. So, was wiegt denn jetzt hier noch so viel? Ich meine, das Holz? Ist klar, aber... Ich glaube, ich bringe mal Zeug zurück. Im Schneckentempo. So, die Landzunge ist... geräumt. Nein, da ist noch ein Blümchen. Das nehme ich jetzt auch noch mit. Ach, der Peter schon mit Steinfundamenten dran. Ich hab's halt unterwegs mal verbaut gehabt, damit es nicht so viel Platz wegnimmt. Nee, macht ja Sinn. Macht ja durchaus Sinn. So, aber ich muss trotzdem irgendwie mal Zeug aus dem Inventar loswerden. Ach, Robbenbaby. Wie fiel das vorhin nicht ein? Den Lystrosaurus. Ich sehe gerade, der Peter, der killt gerade ein. Die haben wir doch früher mehr Robbenbaby genannt. Also, ich muss ja sagen, Robbenbabys klopfen ist ja sehr schön. Weißt du, mach dir mal keine Gedanken, Yannick. Die meiste Zeit werden wir geklopft. Bis wir dann entsprechend in einem Levelbereich sind. Ich denke, du wirst das wahrscheinlich auch gleich erleben.
Ja, ich bin gespannt. Ich gucke jetzt gerade irgendwie und Steam sagt immer noch 20 Minuten. Aber ich bin jetzt so bei 10%. Okay. Ich habe eine wahnsinnig schnelle, also eine wahnsinnig schnelle Internetleitung. Hier ist eine Titano oder eine Mega Neura. Mal gucken. Hier direkt bei uns an der Hütte. Geh erstmal rein. Holz ist momentan ein bisschen wenig, ne? Moment, meinst du diese Libelle hier hinten? Weil die tut ja nichts. Ich habe nur was fliegen sehen. Also ich bin nicht so nah rangegangen für den Fall, wenn es ein 150er ist, dann macht er mich ja kalt. Na, die Libellen tun ja nur was, wenn Aas in der Nähe ist. Kann sein, vielleicht war es einer. So, warte mal. Vielleicht mal einen Happen essen, das ist nicht schlecht. Ja, so Wendeltreppe bauen ist direkt schon mal eine größere Geschichte, 200 Holz. Wobei man sagen muss, das Problem ist eigentlich nicht, das Zeug zusammenzubekommen, sondern dass du halt alle Nase lang überladen bist. Ja. Ich hab Gewicht, glaube ich, schon auf 130, aber... Ich habe Gewicht auf 160, aber trotzdem... Okay, gut, ja, gut. Ich meine, ihr seid ja regelmäßig auch über mir, ne? Jetzt 21 bin ich jetzt. Bewegt sich ein Auto. Weil ich schnell bin. So, die Treppe wäre jetzt schon mal gebaut, die erste von zwei. Ja, wenn du gerade da vorbei rennst, war ein Dilo. Also ich habe da nur einen Trike gesehen, aber okay. Ja, du bist fast dran vorbei, also gut, ich meine, 10 Meter Abstand bist dann vorbeigelaufen, aber er hat nicht reagiert. Übrigens, Peter, du hast weich, man kann die Dinger natürlich in die Luft hängen, allerdings gilt das Gebäude dann ja auch nicht als geschlossen, ne? Details. Gut, dann lernen wir doch jetzt mal eine Holzdeckenlamelle von der Firma. Ja, der Firmenname ist ja nie genannt worden, deswegen von der Firma. So, Gewicht 150. Ja.
Thank you.